Jetzt soll es um Gleichungen gehen, die ich mit Polynomen hinschreiben kann. Algebraische Gleichungen. Was man mit denen erschlägt, ist interessanterweise alles, was man mit Gleichungen hinschreiben kann, die die Grundrechenarten enthalten. Das ist ja eigentlich Algebra, sozusagen die Wissenschaft von den Grundrechenarten. Wenn Sie so eine Gleichung haben, x² plus 7 durch x minus pi, schreibe ich da mal ganz dreist, soll sein. Eine Gleichung hier soll erfüllt werden. Wurzel 5 von mir aus durch x² minus 9 plus 3. Wenn ich so eine unsägliche Gleichung habe mit den Grundrechenarten. Wurzel 5 ist ja einfach nur eine Konstante. So eine Gleichung mit den Grundrechenarten und reellen Zahlen. Kann ich die netterweise umformen in ein Polynom? Das ist mal ordentlich. Und zwar multipliziere ich einfach mit den Nennern. Das ist natürlich mit einem Körnchen Salz. Vorsicht mit den Nennern schreibe ich noch dazu. Also ich muss mich erstmal überzeugen, dass die Nenner keinen Unsinn machen. Wenn diese Nenner 0 werden, dann bin ich ja sowieso mit meinem x außerhalb vom Definitionsbereich und habe keine Lösung. Und dass diese Nenner 0 sind, das sind ja jeweils Polynome, also nochmal solche Gleichungen mit Polynomen, die ich jeweils angucken müsste. Nach der Vorbemerkung, wenn ich mir angeguckt habe, was passieren muss, damit die Nenner ungleich 0 sind, darf ich mit beiden multiplizieren. Und dann steht da x² plus 7 mal x² minus 9 ist gleich Wurzel 5x minus pi plus 3 mal x minus pi, x Quadrat minus 9. Also sowohl mit dem x minus pi multiplizieren, dann ist es vorne weg und taucht bei beiden auf der rechten Seite auf, da taucht es auf der rechten Seite auf, da taucht es auf der rechten Seite auf. X Quadrat minus 9, wenn Sie damit multiplizieren, dann ist es bei der Wurzel 5 weg, der steht ohne den, aber es taucht bei dem x Quadrat plus 7 auf der linken Seite und es taucht bei der 3 auf. Und damit habe ich eine Gleichung mit einem Polynom. Ich kann beides auf eine Seite bringen und habe eine Gleichung mit einem Polynom. So was heißt dann eine algebraische Gleichung. Das heißt, man muss gar nicht das Teilen ausführlich beachten bei diesen Gleichungen. Das macht es nur eklig wegen der Nenner. Da steht ein bisschen einsam der Spruch da unten. Es wird eklig, wenn Sie eine Gleichung mit Teilen haben, weil Sie auf die Nenner aufpassen müssen. Aber das sind alles nochmal Gleichungen mit Polynomen. Ist x² minus 9 ungleich 0, ist x minus pi ungleich 0. Insofern dann keine Aktion, wenn ich das auseinandergebröselt habe. Das wird auch funktionieren, wenn hier Brüche von Brüchen stünden. Es wird nur ganz unhandlich. Also zum Schluss guckt man sich dann Gleichungen nicht mit allen vier Grundrechenarten an, sondern nur noch Gleichungen mit allen drei ersten Grundrechenarten, nicht mit Teilen. Als Zwischenschritt sollte ich mal an einem anderen Beispiel nochmal vorführen, wie man denn auf die Nenner aufpassen würde. Ein etwas handlicheres Beispiel vielleicht. Wenn ich sowas habe, x² plus 7 durch x² minus 1 soll sein 3 durch x minus 1. Welche x müsste ich ausschließen? Aus dem Definitionsbereich schließen. Also vorsichtig, x ungleich 1, x ungleich minus 1, der wird 0, wenn x gleich 1 wird, der wird 0, wenn x gleich plus 1 oder minus 1 wird, das würde den Definitionsbereich bestimmen. Das ist nicht dasselbe, als wenn ich auf beiden Seiten ausmultipliziere, wenn ich hier habe x² plus 7 mal x minus 1, soll sein 3 mal x² minus 1. Also wenn Sie einfach so drauf los mit den Nennern multiplizieren, haben Sie ein kleines Problem. Denn für welches x ist das hier unten zum Beispiel erfüllt? Diese Gleichung unten. Mein Problem entsteht ja hier, wenn ich auf beiden Seiten mit der Zahl 0 multipliziere und dann hoffe, irgendwas zu erreichen. Habe ich vorher schon durch 0 geteilt, was schon verboten wäre. Also wenn Sie x gleich 1 haben, das geht ja für beide, wenn Sie x gleich 1 haben,
steht da mal 0 und hier steht mal 0. 0 gleich 0. Das stimmt tatsächlich für x gleich 1. Also ich darf nicht ganz einfach dreist mit den Nennern multiplizieren. Ich muss noch gucken, was denn vorher der Definitionsbereich war. Sonst habe ich hier plötzlich mehr Lösungen produziert, als ich eigentlich hatte. Deshalb hier das Äquivalenzzeichen durchgestrichen. Das haut nicht hin. Das ist nicht äquivalent. Das ist nur dann äquivalent, wenn ich darauf achte, was denn vorher meine Definitionslücken waren. 1 liegt in der Definitionslücke. Der ist keine erlaubte Lösung. Okay, mit dieser Randbemerkung, das muss man eben als Körnchen Salz dazu nehmen. Mit dem Körnchen Salz kann ich mir beliebige Gleichungen mit den Grundrechenarten angucken und sie umformen in Gleichungen, bei denen nur noch ein Polynom gleich 0 ist. Sowas zum Beispiel. Sowas könnte nachher rauskommen. Na, Z hätte das sein sollen. Sowas wie 37x hoch 4 plus 8x hoch 3 minus 3. X² plus x minus 7 gleich 0. Was von dem Format könnte dabei rauskommen? Ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Ist auch nicht wirklich spannend, was dabei rauskommt. Ich starte mit einer Gleichung mit plus minus mal geteilt. Bin vorsichtig, was die Definitionsmenge angeht, dass ich nicht durch 0 teile. Und ende zum Schluss mit sowas. Sowas heißt eine algebraische Gleichung. Eine Gleichung, bei der ein Polynom gleich 0 gesetzt wird. Sie können auch sagen, eine Gleichung, bei der einfach nur Plus, Minus und Mal vorkommen. Darum soll es heute gehen. Und das ist nichts anderes, eine algebraische Gleichung zu lösen, als die Nullstellen eines Polynoms zu finden. Und ich setze dieses Polynom gleich 0 und frage mich, was sind denn die x'e, die dieses Polynom zu 0 machen? Ich suche also die Nullstellen eines Polynoms, das heißt, eine algebraische Gleichung zu lösen. Ja, weg. Damit weiß ich, wie viele Lösungen es für diese Gleichung höchstens geben kann. Maximal 4, denn wir wissen schon, dieses Polynom, was da auf der linken Seite steht, dieses Polynom hat maximal 4 verschiedene Nullstellen. Also kann diese Gleichung maximal 4 Lösungen haben. Natürlich nicht nur beim Grad 4, sondern wenn es hier vorne mit 42 losginge, höchstens 42. Wir sehen nachher, mit komplexen Zahlen hat man sogar in gewisser Weise immer genau 4 Lösungen. Wenn man das hier nachher nicht mit reellen Zahlen macht, sondern mit komplexen Zahlen, x einsetzt, kann man sich so rauslügen, dass man immer, egal was hier steht, 4 Lösungen hat. Im Zweifelsfall sind es leider viermal dieselbe Lösung. Man muss diese Vielfachheit mitzählen. Bei reellen Zahlen weiß ich auf jeden Fall, es sind maximal 4 verschiedene Nullstellen, die rauskommen. Wenn ich Pech habe, sind es 0. Und wenn ich Glück habe, sind es tatsächlich 4 verschiedene. Mit komplexen Zahlen wird es nachher etwas klarer, wie die Situation ist. Okay, das ist im Prinzip zu den algebraischen Gleichungen.